weich und menschlich, finde ich. Für ihn ist es schon extrem. Er hat es, glaube ich, nicht so erwartet, wie er das heute Morgen zum Beispiel vorgefunden hat. Die Leute sind schon, sobald er die Gänge betritt, wird er gleich belagert und fotografiert, auch ohne zu fragen. Es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig für ihn jetzt. Quasi, als würde er mitten ins Publikum reinlaufen. So. Und das ist lustig. Für uns ist lustig, das anzuschauen. Wir haben Fans, wir haben Zuspruch, wir haben Zuneigung. Wir erlauben ja diesen Zugang viel zu selten. Wir brauchen einen Chor, das muss so klingen wie Fußballchor. Ja? Und den kriegen wir nur von euch heute Abend und hier. Peter wird euch erklären, worum es geht. Macht ihr da mit? Also was passiert ist folgendes, ihr müsst gleich, wenn das so ist, müsst ihr einfach mit uns singen. Wir singen euch das ein paar Mal vor, dann rufen wir uns ein. Und der Bassam gibt das Tempo vor, ja? Wenn das so ist, eins, zwei, drei. Genau so. Wer sich dann auf dem Album unter den 800 immer raushört, diese Zeit gewinnt ein Dreirad oder sowas. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik, oder? Zeit richtig einzuteilen und sie zuzuordnen, ist eine Kunst. Und diese Kunst beherrsche ich nicht. Ich mache lauter Dinge, zu denen ich eigentlich besser hätte Nein sagen sollen. Ich habe gewusst, dass ich diesen ganzen Herbst für das Album Zeit habe. Was mache ich? Fliege nach Indien. Aber es gehört halt auch zu meinem Leben. Ne? Es gehört eigentlich zu meinem Dasein. Die Stiftung ist nicht etwas, was ich einfach rechts liegen lassen kann, auch nicht für eine gewisse Zeit. Und ich muss zugeben, dass ich sehr, sehr viele wunderschöne und wertvolle Impulse natürlich ziehe aus der Geschichte. Er ist da schon krass. Also dann kommt er auch irgendwie an ins Studio und dann macht man gleich weiter, weil er ungeduldig ist und dann kommt so, nach 3-4 Stunden erzählt er dann, ja, ich komme ja gerade aus Indien. Ja, habe ich einem einen Werkzeugkasten geschenkt, weil der Motorräder repariert. Und dann ist er da, und dann holt er Fotos raus und zeigt die einem und so. Sitzt du da im Studio und kämpfst vielleicht mit einem Mix oder einem Arrangement oder einem Sound und er kommt gerade und hat wirklich irgendwie irgendwo Scheiß, also seriösen Scheiß gesehen. Und das setzt es dann manchmal auch einfach ins Verhältnis. Eine tierische Adresse, Wisselot, Holland. Die halbe Welt ist dahin gepilgert. Hier ist sowieso ein bisschen eine andere Haltung, die man ausmachen kann. Die ist kosmopolitischer. Und ich genieße das im Augenblick total, mal die Hausschuhe
zu Hause gelassen zu haben und ein bisschen hier zu sein. Wir haben gestern darüber gesprochen, über diese Frequenz von dem Keyboard. Aber ich habe den Ronald nicht mehr. Wenn ich mich in seine Welt begebe, weiß ich, dass er alles aufbringt, was ein Toningenieur anbieten kann, um die Vision umzusetzen. Und das ist genauso ein kompromissloser Typ, der mit kleinen Schritten das große Ergebnis möglich macht. Am Morgen, wenn man ausgeruht ist, dann setzt man sich hin und sagt, ist der Eindruck vom Vorabend noch gültig? Die Ohren sind frisch, der Körper ist erholt. Man bringt die besten Voraussetzungen, etwas zu beurteilen. Nicht? Und wenn das abgehakt ist, dann kann man an die nächste Geschichte rangehen. Ich finde, dass die Schnelllebigkeit auch eine Herausforderung ist, in Bewegung zu bleiben und kreativ zu bleiben. Ja. Und du kannst ja mit den vielen Dingen, die sich neu ergeben, auch ganz andere Dinge machen. Ja. Es passiert auch sehr oft, dass durch diese neuen Möglichkeiten die ganze Qualität dessen, was man erzeugt, nach oben rutschen kann. Und wenn wir eine Bauchlandung machen würden, dann wäre es eine, die ich in Kauf nehme, weil ich weiß, worauf ich mich einlasse. Wofür ich eigentlich mit 14 Jahren angetreten bin. Wir sind dort, wo wir sind, und take it and leave it if you don't like it. Wir sind da mit einem neuen Album. Es ist Zeit für Rock'n'Roll. Seid ihr bereit? Ich meine, seid ihr bereit? Die Hände! Oh. Yeah. Sind nicht die, die wir so fahren, denn wir haben alles abgehakt. Unser Motorrad jetzt schon war, jeder Tag ist unser Tag. Wir müssen uns nicht mehr beweisen, wir sind genauso wie wir sind. Wir gehen nicht an unsere Reise, weil wir längst angekommen sind. Neues Spiel, neues Glück, weil das Game auf der Anfang ist. Mit nach vor und mit zurück. Du kriegst nur dein Herz, was du gibst. Es macht alles in so lang, du liebst. Hast du gelernt, wie man fliegt? Du, niemals war es besser, niemals war es besser, war es niemals besser, war.